Und wer möchte schon bitte an seinem Hochzeitstag die ganze Zeit so sitzen? Kratz, kratz, kratz. Will doch keiner, das ist doch eklig. Also eine Braut, die sich den ganzen Tag, die Kopfhaut juckt, ist fies. Also, hi, ihr Heiratswilligen da draußen. Vielleicht habt ihr bald eure Hochzeit oder ein anderes wichtiges Ereignis in eurem Leben, an dem ihr besonders gut aussehen wollt. Eigentlich wollen wir ja immer gut aussehen, aber es gibt halt Events, da wollen wir richtig, richtig gut aussehen. Und für mich zählt meine Hochzeit natürlich auf jeden Fall dazu. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich euch heute in dem Video ein paar Produkte vorstelle, die man anfängt zu benutzen schon so einige Zeit vorher. Also nicht unbedingt am Tag der Hochzeit oder des großen Events, sondern halt schon vielleicht so 2 Monate vorher schon mit anfängt. Ein wichtiges Accessoire in meinem Gesicht sind meine Zähne. Und natürlich möchte ich, dass die auf den Hochzeitsbildern natürlich besonders schön weiß und gepflegt aussehen. Und deswegen habe ich mir eine Zahnpasta gekauft, die Zähne ein wenig aufhellen soll. Zwar die ist das die Colgate Max White One Active. Und eine englische YouTuberin hat davon so geschwärmt und ich hatte die dann einfach nachgekauft. Ich benutze die jetzt schon eine Weile. Ich denke, ja, es ist die 3. Tube, die ich jetzt gekauft habe. Ich selber kann das jetzt so gar nicht wahnsinnig gut beurteilen, ob meine Zähne dadurch jetzt weißer geworden sind oder nicht. Ich fand sie jetzt vorher schon nicht so mega verfärbt oder gelb oder so. Auf jeden Fall finde ich, dass meine Zähne gepflegt aussehen, kann man das so sagen? Also, ob sie jetzt wirklich was hilft, weiß ich nicht. Aber ihr könnt es ja mal ausprobieren, es schadet auf jeden Fall nicht. Dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass mein Teint ein kleines bisschen dunkler geworden ist. Ich bin jetzt immer noch nicht so, dass man denkt so, boah, ist die braun. Ne? Also so richtig mega braun bin ich jetzt nicht. Und deswegen habe ich mir aus 2 Gründen einen Tan-Maximizer geholt. Zum einen mit Kakaobutter und Shea-Butter und so. Also zum einen aus Hautpflegegründen, dass die nicht so austrocknet und Falten bekommt. Und zum anderen natürlich, dass mein Tan, ja, keine Ahnung, ein bisschen schneller braun wird. Ich weiß halt nicht. Da ich es immer benutze, weiß ich nicht, was passiert, wie ich aussehen würde, wenn ich es nicht benutze. Also schwer zu sagen. Es gibt Stellen, an denen werde ich viel, viel weniger braun. Also meine Arme zum Beispiel, Arme und Schultern, sind im Vergleich zu meinen Beinen und zu meinem Bauch viel heller. Fragt mich nicht, weshalb. Ich habe jetzt von Sunmax den Tan Maximizer mit Creme Karamell. Ich habe auch darauf geachtet, dass da keine Selbstbräuner-Lotion mit drin ist, weil ich finde, das ist so ein bisschen beschiss, wenn man auch noch Selbstbräuner da reinmischt, weil dann, ne, ist es ja nicht, dass der Teint dunkler geworden ist, wirklich, sondern es ist einfach nur Selbstbräuner und ja, dann bräuchte ich auch nicht auf Solarium, dann kann ich auch einfach Selbstbräuner benutzen. Genau, also, was ich daran echt mag, ist, dass es halt sehr, sehr angenehm duftet und wenn man aus dem Solarium rausgeht, dass die Haut auch schön nach Karamell riecht und halt nicht nach diesem nassen Hund. Also ich finde irgendwie Sonnenbank riecht irgendwie so nach nassem Hund. Ist nicht so wirklich angenehm. Und ja, es pflegt die Haut recht schön und ja, also ich kann da jetzt nicht so wahnsinnig mega viel anderes zu sagen, außer dass es meine Haut immer sehr schön pflegt. Und das ist dann auch schon mal was. Und die Haut stinkt danach nicht so eklig nach dem Solarium. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht und gar nicht auf Aufnahme gedrückt. So, nochmal. Und zwar habe ich für den großen Tag natürlich besonderen Wert darauf, lege ich besonderen Wert darauf, dass die Haut schön aussieht, also die am ganzen Körper. Da gehört für mich auch zu, dass diese ganzen kleinen Gänsepickelchen an den Armen verschwinden, dass der Rücken gepflegt aussieht, auch so kleine Rasierpickel an den Beinen und so.
das muss alles nicht sein und das stört einfach. Und ja, dafür ist natürlich ein Bodypeeling unheimlich gut geeignet. Ihr könnt natürlich jedes Bodypeeling benutzen, das ihr gut findet. Wenn ihr noch kein gutes gefunden habt, kann ich euch dieses hier ans Herz legen. Und zwar ist das von Soap and Glory. Ich kann euch nicht mehr sagen, was es kostet, weil das Preisschild ist abgenudelt. Ich meine, boah, irgendwas zwischen 15 und 20 Euro. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Es sind enthalten brauner Zucker, süße Limonen, Mandelöl und Macadamia-Körner. Und es riecht unheimlich lecker nach Zitronensaft und braunem Zucker, also richtig lecker. Und ein-, zweimal pro Woche anwenden und die Haut ist danach richtig, richtig schön weich. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass diese ganze Kombination aus sehr viel Eincreme, aber auch weil ich aufs Solarium gegangen bin, weil ich sehr viel Sport gemacht habe, immer noch mache und dann man viel duscht und dann viel peelt und dann viel epiliert, das kommt gleich. Und das ganze Eincreme, ich hatte noch nie so schöne, gepflegte Haut wie momentan. Also kann ich euch wirklich nur sagen, dass macht die ganze Mischung aus allem. Also man kann nicht nur peelen und dann aber sonst nichts oder nur eincremen und sonst nichts. Also man muss wirklich so ein ganzes Repertoire machen, damit die Haut insgesamt überall schön aussieht. Wie gerade schon erwähnt, epiliere ich neuerdings. Also das heißt neuerdings seit ein paar Monaten jetzt. Und zwar benutze ich dafür den Braun Silk Appeal 7. Der sieht so aus. Glitzert so ein bisschen. Der hat auch noch einen Bodybürsten-Aufsatz. Den benutze ich aber nicht, weil ich eben schon das Peeling benutze. Und außerdem habe ich auch noch so ein Duschpuffel-Ding. Und ja, also ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich benutze tatsächlich nur diesen Epilierer mit diesem Aufsatz. Der hat hier so noch so kleine Massage-Roller-Dinger. Ja, so ein Massageaufsatz so ein bisschen. Und am Anfang war ich total ängstlich und war so ein richtiger Mega-Schisser, weil ich das vorher noch nie ausprobiert habe und ein bisschen Angst davor hatte. Und ich muss auch ehrlich sagen, so die ersten zwei Behandlungen waren relativ unangenehm. Es ist so, fühlt sich an wie tätowiert werden. Also es erinnert mich so ein bisschen an den Schmerz des Tätowierens. Aber es geht. Mittlerweile ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Allerdings nur an den Beinen. Alle anderen Körperzonen schaffe ich nicht. Also Achseln zum Beispiel ist absolut blanker Horror für mich. Habe ich einmal versucht und danach auch nie wieder, weil ich fand das so extrem unangenehm. Aber an den Beinen ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Und was halt richtig geil ist, dass man... Ja, also es ist nicht so, dass es bei mir jetzt 4 Wochen glatte Beine zaubert. Also das... Ich habe offensichtlich Haarwuchs wie ein Bär, bei mir klappt das nicht. Ich muss es mindestens einmal in der Woche oder nach anderthalb Wochen machen, sonst fühle ich mich schon wieder nicht richtig wohl. Aber packt das Gerät wunderbar und was ich auch festgestellt habe, dass die Haare an den Beinen viel weniger geworden sind. Und das ist natürlich sehr positiv. Nach dem Epilieren muss man sich auf jeden Fall eincremen und an den Beinen habe ich extrem trockene Haut. Also nirgendwo am Körper habe ich so trockene Haut wie an den Beinen. Und durch das Epilieren ist es natürlich nicht viel besser. Da brauche ich mehr Pflege als am restlichen Körper. Deswegen brauche ich da eine Body Butter. Und da habe ich wieder eine gekauft von Soap and Glory in einer Tube. Ich muss sagen, dass sie sehr, sehr pflegend ist. Sehr gut, aber sehr intensiv riecht. Muss man echt mögen. Also Soap & Glory hat ja so einen eigenen Duft halt. So, wenn man ihn einmal gerochen hat, weiß man sofort. Aber er ist schon sehr, sehr penetrant. Muss man wirklich drauf stehen. Und aber die Pflegewirkung ist einwandfrei. Da kann man überhaupt nicht meckern. Hier ist leider auch kein Preisschild mehr dran. Kann ich euch auch nicht mehr so ganz genau sagen, was das gekostet hat. Aber es ist, sag mal so, ist eine ganz normale Bodybutter. Tut's wahrscheinlich auch. Dann habe ich noch zwei Bodylotion-Tipps für euch. Und zwar einmal diese hier. Ich zeige die zuerst, weil die habe ich länger. Das ist die
Oh Gott, das ist alles auf Französisch. Bitte zwingt mich nicht, das auszusprechen. Le Closte Olivier. Boah, ey, keine Ahnung. Eine Körpermilch mit Olivenöl. So. Und jetzt denkt ihr so, aber gar nicht, weil das riecht nicht nach Olivenöl oder so. Gar nicht. Es riecht. Oh, es riecht so göttlich. Nach, und ich finde, also mich erinnert es mega an Babypuder. Also es riecht für mich nach Baby. So nach frisch gewaschenem, gebadetem, eingepudert, gecremtem Baby, was glücklich an Mamas Arm schläft irgendwie. Also es ist ein unheimlich beruhigender, sanfter, warmer Duft, der echt sehr, sehr schön ist. Und es hat eine richtig, richtig tolle Pflegewirkung. Es gibt davon auch noch eine Dusche, also ein Duschgel, ein Shampoo, eine Tageslotion und eine Haarmaske. Und alles davon ist richtig toll. Und alles hat diesen schönen Duft. Aber die Lotion, die benutze ich halt regelmäßig und ganz, ganz gerne am Abend, weil ja, es einfach so ein beruhigender, sanfter Duft ist. Sehr unaufgeregt und das ist sehr, sehr schön. Also wenn man abends irgendwie so einer lauen Sommernacht, ja, sich damit eincremt, noch so ein bisschen auf dem Balkon sitzt, ist das sehr, sehr, sehr schön. Eine Bodylotion mit Vanilla-Macaroon-Duft und das riecht so gut. Also im Gegensatz zu den Duschgels, ich habe ja auch zwei von den Duschgels davon, riecht das hier überhaupt nicht nach Kuchen. Also die anderen, dieses Duschgel, was ich davon habe, das riecht sehr nach Kuchen. Nach diesen Macarons eben. Das hier, dieses Vanille, mochte ich auf dem ersten Schnuppern so, mochte ich das gar nicht. Aber mittlerweile bin ich danach süchtig und freue mich jeden Morgen, weil ich mich jeden Morgen damit eincreme. Und es riecht total nach Vanillesoße. Also so nach Vanille. Es riecht sehr nach Vanille, aber ich... Und auch noch irgendwas Essbaren, aber nicht unbedingt für mich jetzt nach Kuchen oder nach diesen Macarons eben, sondern so eine Mischung aus Vanillepudding und Vanillekuchen. Und so schön. Und das wird so ganz leicht. Also der Duft entwickelt sich. Und was ich total toll finde, ist, dass das so eine unheimlich schöne, pflegende und glättende Wirkung hat. Also die Haut, die wird richtig glatt und seidig. Und das finde ich richtig toll, von dem unglaublich leckeren Vanilleduft einmal abgesehen. Worüber ich mich sehr freue, sind natürlich die ganzen Komplimente, die ich in letzter Zeit bekommen habe, zu meinem frischen und jungen Aussehen. Und viele haben mich halt gefragt, was benutzt du für Make-up, was benutzt du für Foundation, was ist deine Pflegeroutine, erzähl doch mal. Und ja, deswegen, also darüber habe ich mich natürlich super gefreut und das Geheimnis, ja, das lösen wir jetzt einmal und ich zeige euch jetzt, was ich verändert habe in letzter Zeit, damit meine Haut einfach besser aussieht. Zum einen fängt natürlich alles mit der richtigen Reinigung an. Ihr könnt noch so eine geile Foundation haben, wenn euer Gesicht nicht richtig vorbereitet ist, wenn sich die Haut nicht richtig sauber war vorher und richtig gereinigt, dann, ja, dann bringt auch das teuerste High-End-Make-up nicht. Ihr müsst eure Haut richtig pflegen und dazu gehört auch eine richtige Reinigung. Ich benutze jetzt seit einiger Zeit das Clear Sonic Mia 2. Das ist so eine Gesichtsbürste und die benutze ich allerdings, man könnte sie zweimal am Tag benutzen, ich benutze sie aber nur abends zum Abschminken, weil ich das einfach am sinnvollsten finde. Und die macht wirklich alles sehr, sehr sauber. Also ich muss ehrlich sagen, dass meine Haut noch nie so sauber war, ja, also so Poren, dass die Poren so rein waren. Und man merkt einfach, aber auch, ich benutze es manchmal auch morgens, wenn ich irgendeinen besonderen Tag habe und ich will, dass mein Make-up besonders gut und lange gut aussieht, dann benutze ich es auch vor dem Schminken. Einmal, weil es diese ganze alte Haut, diese ganzen alten Hautschüppchen und alles, was so auf der Haut ist, das wird halt sofort entfernt. Es dauert auch nur eine Minute, das Gerät anzuwenden. Also 20 Sekunden an der Stirn, 20 Sekunden Nase und Kinn, 10 Sekunden pro Wange und dann ist man auch durch. Also wenn ihr eine ausführliche Review zu diesen elektronischen Gesichtsbürsten haben wollt, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Ich habe mittlerweile 3 Stück von 3 verschiedenen Marken und wenn ihr da gerne mal meine persönliche Meinung zu hören wollt, dann schreibt mir das bitte in den Kommentaren.
Also so eine Gesichtsbürste hat auf jeden Fall einen guten Effekt auf das Hautbild insgesamt. Ist nur nicht zu empfehlen, wenn ihr wirklich sehr unreine und also schon so Akne habt, dann sollte man das natürlich nicht verwenden, weil das noch mehr die Bakterien verteilt und so weiter. Benutze ich seit, ich glaube, oh Gott, seit Mai, Juni, ich weiß es nicht mehr so genau, dieses Serum, das benutze ich in Verbindung hiermit. Seitdem ich das habe, funktioniert das noch besser. Und zwar ist das von Maria Galar 5C Serum. Es ist ein hochkonzentriertes Serum mit pflanzlichen Stammzellenextrakt für Regeneration und Vitalität. Unter Tages- und Nachtpflege auftragen. Ich muss aber sagen, dass ich es ganz besonders morgens halt auftrage. Und von meiner Nachtpflege nicht, nur morgens. Und dann manchmal noch, je nachdem, wenn ich eine BB-Cream verwende, dann nichts mehr. Ansonsten benutze ich noch so eine mattierende Feuchtigkeitspflege, weil das sonst ja zu ölig wird. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Hautpflege, die einen wahnsinnigen Unterschied macht. Also ihr glaubt, man glaubt das ja aber gar nicht. Aber wenn so zwei Sachen nur, so zwei Dinge in der Routine verändern und schon sieht die Haut ganz anders aus. Und wenn ihr auch schon so ab 25 seid, ja, oder es schon auf die 30 zugeht oder wie ich 30 seid, dann braucht eure Haut einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als noch vor 10 Jahren. Da war das alles kein Thema, aber in einem bestimmten Alter muss man sich ein bisschen mehr auf die Haut konzentrieren. Und ganz besonders natürlich auch die Augenpflege ist für mich total wichtig. Gerade wenn man auch auf das Solarium geht, kann man seine Haut nicht genug cremen und pflegen. Und ich habe ein paar Leute von Maria Galar auch persönlich kennengelernt. Und der Produktentwickler, und der hat auch sofort gesagt, dass man sieht, dass ich meine Haut pflege, schon bevor ich das bekommen habe. Zum Ausprobieren, aber man hat schon vorher gesehen, man sieht einfach, ob eine Haut wirklich gepflegt wird oder eben nicht. Das sieht man. Und wenn ihr darauf Wert legt, also das Ding ist ja so, je mehr man sich ins Gesicht klatscht an Make-up, ja, also je mehr Produkte man verwendet, desto geschminkter und unnatürlicher sieht man aus. Und das Ding ist einfach so, dass ich versuche, mit meine Haut so zu pflegen und zu cremen und dass sie so gut aussieht, dass ich immer weniger benutzen brauche. Und mittlerweile bin ich tatsächlich auf Concealer und Puder reduziert, weil ich mehr nicht mehr brauche. Also Concealer nur noch wirklich für Augenschatten und für den Rest brauche ich nur noch einen leicht getönten Puder und das ist alles, was ich noch brauche. Also ich brauche nicht mehr so ewig und 100 Jahre und noch eine Schicht und hier noch dies und das. Also das ist das ganze Geheimnis. Je weniger man benutzt, desto jünger und frischer sieht man tatsächlich aus. Ja, zur Augenpflege kann ich euch die hier empfehlen. Das ist die Biotherm Blue Therapy Eye. Die hat den großen Vorteil, dass sie so kleine Fältchen sehr schön glättet und dass sie so dunkle Augenschatten aufhält. Also sie lässt einen jünger aussehen, weil sie wirklich Hautschäden der letzten 5 Jahre echt reparieren kann. Und das ist schon eine ganze, ganze Menge wert. Wenn man weniger Concealer braucht, dann sieht die Haut einfach besser aus, ja. Einmal in der Woche, immer sonntags, da freue ich mich total drauf, ist meine Gesichtsmaske. Und zwar von Christine Pohlmann oder Pöhlmann. Und zwar die Quadractive Gold 4 Action Gesichtsmaske. Die hat zum einen einen wunderbaren Duft. Sie riecht sehr luxuriös, ja, und sie sieht auch sehr schön luxuriös aus, weil sie halt eine goldene Farbe hat. Und ja, wenn sie eingezogen ist richtig, dann ist es eine sehr fest und weiß und dann kann man es abspülen. Und ich mag unheimlich das Hautgefühl danach und die Haut, die schimmert auch sehr, sehr schön, weil so ein bisschen was von diesem Goldglanz noch bleibt. Und ja, ich mag das persönlich sehr, sehr gern und für mich immer mein Sonntagshighlight. Und das kann ich euch halt einfach auch nur empfehlen, dass ihr euch so ein kleines Ritual macht und am Sonntag, weil man hat man ja meistens dann doch frei und hat ein bisschen mehr Zeit und kann so ein bisschen sich ein wenig entspannen. Und ja, eine Gesichtsmaske tut wirklich einiges. Ich hätte es auch nicht gedacht, ich habe viele Dinge einfach für mich herausgefunden und auch nicht für jeden ist dasselbe richtig.
und nicht bei jedem funktioniert das, aber ich mag es sehr, sehr, sehr gerne. Was ist noch wichtig außer Zähne, Haut? Natürlich die Haare. Ja, die Haare sind ja mit das Wichtigste an einer Braut und ganz spezielle Produkte, die euch traumhaften Glanz bringen und auch gegen kleine Probleme helfen, die zeige ich euch jetzt. Ein sehr schönes Produkt, das ich euch gerne zeigen möchte, weil es einfach wunderhübsch ist, ist diese Haarbürste. Und zwar nennt sich diese Bürste Tangle Angel. Ja, man merkt, es ist dieser Tangle-Teaser-Haareffekt. Auch mit dieser Gummibürste, was natürlich sehr schön ist für die Kopfhaut. Es ist sehr angenehm. Es zieht nicht so wie eine andere Haarbürste. Und diese hier, die gehört jetzt meiner Tochter, ja, der Gracie. Aber ich finde die trotzdem auch sehr, sehr schön. Ich benutze sie genauso. Ich habe aber allerdings eine in schwarz und sie hat eine in rosa. Und ja, die sind einfach nur wirklich, wirklich schön und machen halt so ein, ja, sehr schöne Haare. Die sind antistatisch, antibakteriell und ja, hübsch. Dann habt ihr ja mitbekommen, dass meine Haare ja, heller sind. Und das ist eine Farbe von Enoa, ein Enoa Blond. Das ist eine ganz spezielle Koloration. Die ist nämlich auf einer Ölbasis und hat den großen Vorteil, dass es ein sehr viel haarschonender ist und sie trotzdem aufhält. Es stinkt nicht. Also sonst, wenn man sich die Haare aufhält, so 5 Nuancen, dann, ihr kennt es alle, es brennt und es juckt und es stinkt wie Sau. Und das ist bei diesen Farben halt überhaupt nicht so. Und ich finde das Ergebnis wirklich, wirklich schön. Dafür, und ich habe das niemals gedacht, dass das so gleichmäßig wird, weil ihr wisst, ich hatte ja dieses Ombre-Effekt. Ich hatte hier bis hierhin ja, die aufgehellten Haarspitzen von hier, genau, von meinem Ohr bis zum Kinn, war noch alte Farbe. Koloration, also dieses braune, die braune Farbe. Und von hier bis hier war eben meine Naturhaarfarbe. Und dass es so gleichmäßig wird, das hätte ich ja niemals gedacht. Klar, durch das Aufhellen brauchen meine Haare jetzt noch extra viel Pflege und Feuchtigkeit. Aber das sollen sie auch haben und die werde ich euch jetzt auch zeigen, was ich jetzt benutze. Zum einen natürlich ein Shampoo. Das ist genau abgestimmt auf eben auf diese Farbe. Enoa Color Care mit Arganöl, grünem Tee und ohne Sulfate. Sieht so aus, bekommt ihr im Friseurbedarf. Was ich total mag, ist der Duft, der sehr einzigartig ist. So ein bisschen frisch, zitrisch-kräutermäßig. Also sehr, sehr angenehm. Und schon beim Shampoonieren merkt man, dass es sehr die Haare pflegt und das mag ich total. Reicht aber natürlich nicht an Pflege. Ein sehr guter Tipp an alle, die Probleme mit der Kopfhaut haben. Ich habe das nämlich auch, dass ich an manchen Stellen, ja, dass die Haut da sehr trocken ist und juckt. Ganz besonders habe ich das immer im Nacken vom Schwitzen. Das, ja, so richtige fiese Stellen da sind und das ist echt sehr, sehr unangenehm. Auch hinter den Ohren und am Nacken, da habe ich es echt am schlimmsten. Und ich habe das super, super in den Griff bekommen, auch diese Schuppenbildung manchmal, die man ja manchmal hat. Und ja, mit einem Produkt und zwar von dem Kérastase Dermocalm, sieht so aus, das ist eine Maske für die Kopfhaut, ja, keine, die man sich in die Länge packt, sondern wirklich eine, die man sich in den Kopfhaut einmassiert. Und das ist schon nach der ersten Anwendung so eine Erleichterung, weil ihr einfach merkt, dass es sofort besser ist. Und das ist echt sehr angenehm, wenn man nämlich immer so ein juckendes, brennendes Gefühl auf der Kopfhaut hat, ist das echt fies. Und das hilft sofort, schon bei der ersten Anwendung. Und wer möchte schon bitte an seinem Hochzeitstag die ganze Zeit so sitzen? Kratz, kratz, kratz. Will ja keiner. Das ist doch eklig. Also eine Braut, die sich den ganzen Tag, ne, die Kopfhaut juckt, ist fies. Also hiermit bekommt ihr juckende Kopfhaut auf jeden Fall in den Griff. Wenn ihr so wie ich
jetzt das Problem habt, dass eure Haare noch ein bisschen spröde sind und ihr wollt es jetzt noch in den Griff kriegen, habe ich noch zwei super Tipps für euch. Zum einen auch von Kérastase, und zwar die Nutritive Maske Intensiv, extra für scheintotes Haar quasi. Sieht so aus, das ist orange. Das ist diese extra für scheintote Haare, für sehr trockene Haare. Und die gebe ich wirklich nur von diesem Teil und lasse das, massiere das so schön ein und lasse das dann gleich so 10 Minuten einwirken. Mache ich dann auch immer sonntags. Ich mache das tatsächlich so. Haare waschen, die kommt auf die Kopfhaut, die kommt in die Länge, Handtuch drauf, 10 Minuten, Gesichtsmaske drauf. Und lass alles zusammen, meinen ganzen Kopf quasi einwirken, abwaschen und das ist doch schön, oder nicht? Ein letzter Tipp, den ich euch geben kann, ist Haaröl. Und zwar habe ich wirklich viele Haaröle mittlerweile ausprobiert. Sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Und ein absoluter Testsieger für mich ist das Luxoil, das rekonstruierend und schützend. Mit Keratinschutz von Vella Professional. Es gibt es ebenfalls nur im Friseurbedarf. Und nicht nur, das ist halt unglaublich. Also der Duft ist wirklich von allen Haarölen am allerkrassesten. Also der ist so genial. Es riecht auch nicht so nach Haaröl. Also es ist wirklich ein sehr angenehmer Duft. So ein bisschen vanillig, aber nicht zu vanillig. Und ach, also ich kann ihn schwer beschreiben, aber er riecht wirklich, wirklich, richtig toll. Und ich gebe den ab und zu, wenn meine Haare so ein bisschen kräuselig sind oder besonders trocken. Manchmal vor dem Haare waschen, manchmal in das feuchte Haar noch. Manchmal auch vor dem Föhnen, wenn die so handtuchtrocken sind. Und ja, also ich finde, das gibt einen wahnsinnig großen Unterschied. Die werden sofort weich, die fangen sofort an toll zu glänzen natürlich. Und der Duft. Also ich weiß schon, dass ich das an meinem Hochzeitstag auf jeden Fall auch benutzen werde in meinen Haaren, weil es einfach nur richtig, richtig toll duftet und einen so schönen Glanz gibt in den Haaren. Wenn ihr das alles benutzt, schwöre ich euch, habt ihr eine fantastische Haut. Im Gesicht und am Körper. Ihr werdet glänzende, schöne Haare haben und weißere Zähne. Zumindest, und wenn sie nicht viel weißer sind, auf jeden Fall gepflegtere Zähne. Und vielleicht auch ein bisschen heller. Also, das sind meine Produkte, die ich euch empfehlen kann für einen großen Tag, für einen besonderen Anlass, für einen speziellen Event. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr noch Fragen habt. Stellt sie mir jederzeit gerne und bis bald.